أشهد أن لا إله إلا الله. Seit Jahren diskutiert Deutschland über das Tragen des Kopftuches. Wir wollen heute den Hintergrund erörtern, und zwar aus der Sicht der Muslime und deren Primärquellen Koran und Sunna. Mein Gesprächspartner ist Abu Hamza Vogel, ein Deutscher, der vor einigen Jahren zum Islam konvertiert ist. Herr Vogel, wie sind Sie zum Islam gekommen? Ich bin vor einigen Jahren, habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Sinn des Lebens, nach der Wahrheit des Lebens, und ich habe mich auf die Suche gemacht nach der wahren Religion und habe mich mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt, zum Beispiel Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum. Dann war ich mit dem Zivildienst damals bei einer in der Zivildienstschule in Trier, und da habe ich jemanden getroffen, der bei der christlichen Mitte Deutschlands ist. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn der Ziel eurer Partei? Und da meinte er zu mir so, mit anderen Worten, das Ziel ihrer Partei ist, den Islam in Deutschland kaputt zu machen. Und ich fand das irgendwie so ein bisschen, dieser Grund, der fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, der leuchtete mir nicht so ein. Und dann fragte ich ihn, warum und weshalb, und er machte alle möglichen Vorwürfe dem Islam alle möglichen Vorwürfe. Und daraufhin habe ich mich also mit dem Islam beschäftigt. Und habe also den Koran gelesen, und ich habe wirklich, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, habe ich etwas gemerkt. Also eine Sache, die blieb in meinem Herzen, dass wir eben einen allmächtigen Gott haben, den wir anbeten müssen. Und ich bin aber nicht sofort zum Islam konvertiert, sondern ich habe dann nochmal die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Und ich habe im Nachhinein dann halt den Islam angenommen. Nicht, weil ich irgendwie im Kirchenchor singen wollte oder mit Muslimen gerne essen wollte oder islamisch essen mag und eine islamische Frau heiraten wollte mit dunklen Haaren, sondern weil ich das erkannt habe für mich, dass diese Religion die wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Und wenn ich erkenne, dass diese Religion die wahre Religion des allmächtigen Gottes ist, dann ist es diese Religion es wert, dass ich dieser Religion folge, weil sie dann auch der Weg ist, der einzige Weg, der zum allmächtigen Gott führt. Das heißt, Sie haben sich intensiv mit dem Islam beschäftigt. Woher haben Sie die Kenntnis des Islam? Also mein Wissen vom Islam, das habe ich als allererstes, auch wie ich zum Islam gefunden habe, eben erstmal aus Selbststudium, dass ich mich eben halt auch mit anderen religiösen Quellen beschäftigt habe. Buddhistische Quellen, hinduistische Quellen, islamische Quellen, christliche Quellen. Und ich habe mich da richtig reingelesen. Ich habe versucht, dass die große Hadith-Sammlung von Sahih al-Bukhari habe ich gelesen. Was sind Hadithe? Kleine Hadith, das sind die Aussagen des Propheten, beziehungsweise die Sunna des Propheten. Das heißt, alles, was von ihm authentisch überliefert ist, was er gesagt hat, was er getan hat und wo er zugestimmt hat. Zum Beispiel, er hat gesehen, dass zwei irgendetwas gemacht haben, und er hat nichts dazu gesagt. Das heißt, diese Sache kann man machen, ist halal, ist erlaubt. Weil ansonsten, wenn der Prophet gesehen hätte, dass diese Sache verboten ist, die beiden gemacht haben, dann hätte er etwas dazu gesagt. Weil dazu ist er verpflichtet, das jetzt, um das zu erklären. Und ich habe die große Hadith-Sammlung von Sahih al-Bukhari, habe ich mir durchgelesen auf Englisch, und viele Sachen, also aus Selbststudium und auch durch Diskussionen mit Christen und so, man kriegt immer wieder neue Fragen. Und dann habe ich eben halt dann auch angefangen, Arabisch zu studieren. Erstens, also in der Volkshochschule, danach in der Universität, und jetzt studiere ich halt Islam in der Jamia Umul Qura, in der Universität Umul Qura in Mekka in Saudi-Arabien. Was sagen Sie dazu, dass in Deutschland immer wieder über das Kopftuch oder das Tragen des Kopftuches diskutiert wird?
Also als allererstes, wenn man anfängt über Islam zu reden, da fängt der Muslim eigentlich an, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, wassalatu wassalam ala Rasulillah und Friede und Segen sei auf seinen Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Es ist eigentlich schade, dass in Deutschland also hauptsächlich so ein Reizthema wie Kopftuch angesprochen wird, denn das Kopftuch an sich ist nicht der Islam. Das Kopftuch ist nur ein Detail, ein Teil des Islam. Der Koran hat über 6000 Verse. Davon reden gerade mal 3 direkt vom Kopftuch. Das Problem ist heutzutage, dass in den meisten Diskussionen, die man zum Beispiel im Fernsehen sieht oder von denen man hört, ist es so, die Leute, die über Kopftuch reden, das sind entweder Nicht-Muslime, wie zum Beispiel Orientalisten, oder Muslime, die ihre Religion nicht wirklich kennen, oder halt eben Leute, die eine Meinung des Islam vertreten, die ganz weit von der ursprünglich orthodoxen Meinung der breiten Masse der Muslime entfernt ist. Und wenn dann mal jemand kommt, der wirklich richtiges Wissen hat und der sich auch auf Deutsch artikulieren kann, dann wird ihm eine Frage gestellt, die er in 5 Minuten beantworten soll, aber er bräuchte eigentlich erstmal eine Stunde, um den Menschen erstmal zu erklären, worum geht es überhaupt im Islam. Denn es ist schwer, eine Detailfrage von einer Religion zu erklären, wenn man gar nicht weiß, was ist die Religion überhaupt. Ich kann beispielsweise nicht jemandem Algebra beibringen, der noch nicht das Einmaleins kann. Und so versucht man jemandem beizubringen, was bedeutet das Kopftuch für den Muslim. Und dieserjenige kann sich überhaupt kein Bild davon machen. Und das nächste Problem, worauf man in dieser Diskussion trifft, ist halt eben, dass halt viele Menschen auch gar nicht bereit sind, die Wahrheit zu akzeptieren. Also ist das wirklich Pflicht? Was bedeutet das Kopftuch? Warum nicht? Weil sie es nicht verstehen wollen. Denn es gibt im Hintergrund unseres Bewusstseins verborgene Annahmen, Vorlieben und Vorurteile, die bestimmen, wie wir die Realität wahrnehmen und auf welche Tatsachen wir achten und wie wir deren Wichtigkeit und Vorteile einschätzen. Mit anderen Worten, ich kann also Beweise bringen, dass zum Beispiel Kopftuch Pflicht ist, dass das einen guten Sinn hat, dass dort eine Weisheit hintersteckt, ohne Ende. Aber wer das nicht sehen will, wer das nicht erkennen will, der wird das auch nicht erkennen. Also muss man erstmal, wenn man mit jemandem darüber diskutiert, dieserjenige muss sich erstmal frei machen von allen Vorteilen. Wenn ich ein Glas auf einen Tisch stelle und ich stelle das Glas auf den Kopf und ich versuche Wasser einzuschütten, kann ich kein Wasser einschütten. Und wenn dort Informationen drin sind, Vorurteile drin sind, ich versuche Wasser reinzuschütten, wird auch nichts dabei rauskommen. Das Wasser wird rauslaufen. Also muss man erstmal das Glas ausschütten, seine Vorurteile beseitigen und dann das Glas so hinstellen, dass man die Informationen auch geben kann. Und was man als allererstes wissen muss, ist, wozu lebt der Muslim überhaupt? Der Sinn des Lebens also? Ganz genau, der Sinn des Lebens. Heißt das, dass Sie die Antwort darauf haben? Ich habe die Antwort darauf. Warum? Weil ich bin natürlich nicht derjenige, der eigentlich die Antwort gibt, sondern der allmächtige Gott ist natürlich der, der die Antwort gibt. Und der allmächtige Gott, Allah, also die Christen in arabischen Ländern sagen auch Allah, der allmächtige Gott, hat die Menschen erschaffen, hat den Menschen natürlich auch einen Sinn gegeben. Wenn ich beispielsweise ein Auto baue, dann gebe ich dem Auto einen Sinn. Der Sinn ist Fahren. Und Allah hat uns erschaffen, hat das ganze Universum erschaffen. Und er hat uns einen Sinn gegeben. Und dieser Sinn ist ganz einfach zu erfahren. Da muss man nur ganz einfach mal jetzt zum Beispiel im Koran gucken. Zum Beispiel in Sura 49, Vers 13. Dort sagt der allmächtige Gott, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Dschinn, eine Form von Geisterwesen, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Warum dienen? Schaden wir Gott, wenn wir ihm nicht dienen? Schaden wir ihm? Nein. Wir schaden uns selber. Warum? Weil wir sind von Gott mit dieser Natur erschaffen worden, dass wir ihm dienen. Wenn wir ihm nicht dienen, verstoßen wir gegen unsere Natur. Das ist genau so, als wenn man ein Dieselauto Benzin kippt. Und irgendwann ist der Wagen dann Schrott. Und so kippen manche Leute beispielsweise, die zum Beispiel Drogen nehmen, die kippen in ihren Körper praktisch, der auf Benzin läuft, kippen die Diesel.
So ist das. Und wir sind eben Diener des allmächtigen Gottes. Wenn wir so leben, werden wir glücklicher leben. Und das eigentliche Ziel, was wir dabei haben, ist eins. Nicht nur, dass wir hier glücklich leben, sondern der allmächtige Gott, der verspricht uns einen absoluten Lohn. Der sagt in Sure 50, Vers 34 und 35, sagt er, Utruluha bisalam, tretet in ihn, also in Paradiesgarten, ein in Frieden. Velika yawmul khulud, dies ist der Tag der Ewigkeit. Also ewiges Leben im Frieden. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Dort gibt es für sie, also die dort eintreten, was sie wollen, und bei uns gibt es noch mehr. Und am heiligen Hadith sagt der Allmächtige Allah, ich habe für meine rechtschaffenen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch was in irgendeinem Herzenswunsch eines Menschen überhaupt vorstellbar war. Also das hat er für uns vorbereitet. Und das ist natürlich das beste Ziel, was man als Mensch haben kann. Das heißt, der Sinn des Lebens ist für Sie genau das gleiche wie für den Christen. Das heißt, auf dieser Erde zu leben, Gott zu dienen, zu leiden und damit die Belohnung zu bekommen, um nach dem Tode ins Paradies einzugehen? Ähnlich. Weil es gibt ja doch einige Unterschiede. Es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum. Das allererste Vorteil, was viele Menschen haben, ist, sie denken, Islam wäre eine spezielle Religion für Araber oder Pakistaner oder Türken. Aber das ist nicht der Fall. Allah sagt im Koran in Sure 51, Vers 56, sagt er, Ja, eyyuhan nas, o ihr Menschen, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Wir haben euch aus einem weiblichen, einem männlichen Wesen erschaffen. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arrafu. Und wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und dann sagt er, inna akramakum indallahi atqakum. Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Das heißt, Islam ist eine Religion für alle Menschen. Und der Beste ist nicht der Araber, sondern der Beste ist der Gottesfürchtigste. Was heißt Islam auf Deutsch? Islam bedeutet auf Deutsch Hingabe, Ergebung. Hingabe, Ergebung wem gegenüber? Hingabe gegenüber dem allmächtigen Gott. Also ist ein Muslim jemand, der sich dem allmächtigen Gott hingibt. Und wir sagen, Islam war die Religion aller Propheten. Denn alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben grundlegenden Botschaft. Und sie sagten eins, sinngemäß, dient dem allmächtigen Gott alleine, betet niemand anderen nebenan. Und wenn ihr das tut, werdet ihr mit einem zweiten Leben belohnt. Deswegen kennen wir auch alle Propheten als Muslime an. Denn was heißt Muslim? Man soll nicht an irgendein arabisches Wort denken, das soll man nicht betrachten. Man soll nicht an Mekka, Saudi-Arabien, Ägypten oder besondere Kluft denken. Man soll daran denken, dass Muslim bedeutet, jemand, der sich dem allmächtigen Gott hingibt. Was lesen wir von Jesus in der Bibel? Matthäus 26, Vers 39, er ging drei Schritte weiter und fiel auf sein Angesicht zu Boden. Ein Muslim, er gibt sich dem allmächtigen Gott hin. Und diese Propheten kamen grundlegend mit derselben Botschaft, wie Allah auch im Koran sagt, in Sure 16, Vers 36, dort sagt er, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُبْدُ اللَّهُ وَاشْتَنِبُ تَعُودٍ. Wir haben in jeder Gemeinschaft auf der Welt einen Propheten aufstehen lassen, dass er den Menschen sagt, dient dem einen wahren Gott und vermeidet die Anbetung aller anderen. Und das Spuren von dieser Botschaft sieht man jetzt auch noch in der Bibel, zum Beispiel Exodus 20, Vers 2, wo Gott laut Bibel zu Moses sagt. Wir als Muslime glauben ja nicht, dass die Bibel authentisch ist, aber dieser Vers stimmt in dem Sinne schon mit Koran überein. Dort steht, höre Israel, ich bin der Herr, euer Gott, der euch herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Ihr sollt euch keine Götter nehmen neben mir. Er sagt nicht, es gibt keinen anderen Gott, sondern er sagt, ihr sollt euch keine Götter neben mir nehmen. Was heißt Gott? Gott heißt etwas, was angebetet wird. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel oder unten auf der Erde oder unten unter dem Wasser. Ihr sollt ihn nicht dienen und sollt sie nicht anbeten. Heißt das auch, kleine Zwischenfrage, dass mir nichts auf dieser Welt wichtiger sein darf, als Gott zu dienen? Das heißt, wenn ich einen Beruf habe und mein Nachbar hat einen Mercedes und ich will jetzt auch unbedingt einen Mercedes haben und das ist mir wichtiger als zum Beispiel mein